Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, an einem weiteren eisigen Abend im Allgäu. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten bei Allgäu TV. Das sind unsere Themen heute. Umweltschutz oder Tourismus? Heimatminister Söder zu Streit um Liftverbund am Riedberger Horn. Stark und handlungsfähig. Motto der SPD-Klausurtagung im Kloster Irsee und Klasse statt Masse. Schweineleasing in Aitrang als Alternative zur herkömmlichen Schweinemast. Selten sind so viele hochkarätige Politiker im Allgäu zu Gast wie in der Zeit der Neujahrsempfänge. Von Ministerpräsident Horst Seehofer über den SPD-Fraktionsvorsitzenden Markus Rindersbacher bis hin zur Landesvorsitzenden der Grünen Sigi Hagel. Die Politprominenz gibt sich momentan die Klinke in die Hand im Allgäu. Gestern dann der Auftritt von Heimat- und Finanzminister Markus Söder. Gewohnt gut gelaunt führte er durch den Abend. Doch im vollbesetzten Kurhaus in Fischen warteten die Zuhörer vor allem auf ein Statement zum umstrittenen Liftverbund am Riedberger Horn. Anderer Abend, gleiches Bild. Wie auch beim Neujahrsempfang der CSU in Kempten hatten sich gestern Abend zahlreiche Demonstranten versammelt, um ihrem Unmut gegen das umstrittene Bauvorhaben am Riedberger Horn Luft zu machen. Trotz eisiger Temperaturen harrten rund 50 Menschen vor dem Kurhaus Fiskina aus, um mit Finanz- und Heimatminister Markus Söder zu sprechen. Der Streit um die technische Erschließung des Riedberger Horns schwelt schon länger. Die beteiligten Bürgermeister aus Balderschwang und Obermeiselstein pochen auf den Verbund, um langfristig den Wintertourismus in der Region zu sichern. Naturschützern ist das Projekt allerdings ein Dorn im Auge, da das Gebiet im Alpenplan als höchste Schutzzone C ausgezeichnet ist. Die technische Erschließung des Riedberger Horns führt dazu, dass der Alpenschutzplan oder der Alpenplan zunichte kaputt gemacht wird und damit eigentlich ein maßgebliches Planungsinstrument auch in der Landesentwicklung einfach dann mit hinfällig wird. Mit ihrer Meinung sind die Naturschützer nicht allein. Die bayerische Umweltministerin Ulrike Schaaf hat dem Liftverbund bereits eine Absage erteilt. Und auch bei vielen anderen Politikern stößt das Vorhaben auf wenig Gegenliebe. Ich denke, wir sind stolz auf unsere Landschaft, stolz auf unsere Ökologie im Freistaat Bayern. Und dann kann man nicht aber im Heimlichen oder in spezifischen Detailfragen ganz anders plötzlich die Sache beurteilen. Wir sagen, bitte mit der notwendigen Umsicht am Riedberger Horn Vorsicht walten lassen. Wir sind dagegen, dass der Alpenplan hier beschädigt wird. Wir lehnen das ab. Es ist ein Eingriff in eine Alpenschutzzone C und wir befürchten schlicht und ergreifend ganz klar, dass das zum Präzedenzfall wird. Wenn hier eingegriffen wird, wird das eine Kettenreaktion auslösen. Das darf auf keinen Fall passieren. Das ist ein Kleinod für Wanderer und das soll es auch bleiben. Nun also das große Warten auf den Herrn des Genehmigungsverfahrens, Heimatminister Markus Söder. Doch der macht es ähnlich wie der Ministerpräsident in Kempten und umgeht dank des Hintereingangs die wartenden Demonstranten. Alles keine Absicht, versichert Söder. Man hat mich hereingeschlotzt und hat mir gesagt, ich soll den Weg gehen. Ja, ich bin ein braver Politiker, ich folge dem, was man sagt. Ja, also geht dahin, wo man mir es gesagt hat. Ich wusste gar nicht, dass jemand da war. In seiner Rede geht Söder nur kurz auf das Riedberger Horn ein. Die Flüchtlingskrise steht im Vordergrund. Dennoch macht der Minister den Befürwortern des Projekts Hoffnung. Eigentlich hätte die ablehnende Stellungnahme des Umweltministeriums ausgereicht, um das Bauvorhaben zu stoppen. Er setze sich aber auch weiterhin persönlich dafür ein, das Thema im gesamten Kabinett zur Abstimmung zu stellen. Wir wollen erst einmal alle Argumente bewerten. Und ich bin immer ein Fan davon, dass man erst einmal auf einer nüchtern-neutralen Ebene das diskutiert, weil dann gibt es dem oder für, dem oder gegen, wie man das ja auch beim Flughafen zum Teil in München erlebt hat. Das ist in der Regel keine sachliche Atmosphäre. Also am Ende geht es ja um eine sachliche Zukunftsfrage und es soll jetzt nicht derjenige entscheiden, der vielleicht mehr Leute an dem Tag mobilisiert. Und deswegen ist das Erste erst einmal die Argumente zu gewichten und da gibt es gute Argumente, auch auf beiden Seiten. Eine entsprechende Entscheidung soll in den nächsten Monaten fallen. Auf ein genaues Datum wollte sich Söder aber nicht festlegen. Auch ob das Riedberger Horn während der Klausurtagung in Kreuth ein Thema sein wird, hat der Minister nicht verraten. Seine aktuellen Umfragewerte dürften dort aber auf jeden Fall für Wirbel sorgen. Rund 44% der Wähler könnten sich nämlich Söder als Nachfolger Seehofers vorstellen. Man freut sich natürlich immer über Umfragewerte, das wäre jetzt nicht ehrlich zu sagen. Und insbesondere, wenn es CSU-Anhänger sind, weil es ja doch eher mal die wichtige Wählergruppe in Bayern ist. Aber es sind Momentaufnahmen. Wir haben jetzt nun wirklich Wichtigeres zu tun, als Personalfragen zu führen. Mich treibt, wie uns alle, die große herausfordernde Flüchtlingsfrage um. Ob Ministerpräsident in Spee oder nicht.
In Fischen hat Söder mit seinem gut gelaunten Auftritt auf jeden Fall einige Punkte im Rennen um die Seehofer-Nachfolge gut gemacht. In Sachen Riedberger Horn ist aber auch weiterhin alles offen. Wir bleiben natürlich dran an der Sache. Und Sie sollten heute auch ganz aufmerksam dranbleiben, denn wir haben auch heute wieder im Laufe der Sendung eine Satellitenschüssel im Programm versteckt. Und für diese Satellitenschüssel gibt es heute einen wahrlich magischen Preis. 2 Top-Eintrittskarten für die Ehrlich Brothers in der Big Box. Aber bevor Sie sich verzaubern lassen, sollten Sie aufmerksam nach unserer heutigen Satellitenschüssel suchen und dann, wenn Sie sie entdeckt haben, natürlich auch anrufen. Ich sage Ihnen noch einmal die Telefonnummer. Das ist die 0831 930 63111. Per Mail erreichen Sie uns in dieser Sache natürlich auch unter gewinn@allgäu-tv.de. In diesem Sinne viel Glück. Und wir sehen uns gleich wieder zu den Kurznachrichten von Allgäu TV. Die Winterfestbetreiber und das Allgäuer Brauhaus sowie die Bergbahnen Kleinwalsertal-Oberstdorf präsentieren das Winterfest Oberstdorf. Regionale und internationale Livebands sorgen mit fetzigem Sound für beste Unterhaltung und unvergessliche Stunden. Jeden Samstag Ballonglühen. Die längste Bar im Allgäu ist ab 21 Uhr für Sie geöffnet. Babywelt Gersthofen, das Paradies für Mütter, Babys und Kinder. Bei uns finden Sie über 50 komplett eingerichtete Baby- und Kinderzimmer, die besten Autokindersitze, Kinderwagen und Buggys auf 5000 Quadratmetern. Babywelt Gersthofen, mit einer Riesenauswahl und babyleicht zu finden. Besuchen Sie uns im Heripark Gersthofen bei Augsburg, direkt an der A8 Ausfahrt Augsburg West. Reinhard Heidel, Küche und Wohnen im Herzen von Marktoberdorf. Hier ist die Heimat von echten Spezialisten für alle Fragen rund um Küche, Küchenplanung und Esszimmer. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Zufriedenheit des Kunden. Millimetergenau kann man hier alles planen, angefangen beim Grundriss bis hin zur Form und Material der Schubladengriffe. Wir sind sehr flexibel. Bei uns steht der Kundenwunsch im Vordergrund. Bei uns heißt, wir haben nur einen Ansprechpartner, das heißt eine Grundplanung, Erstgespräch vom Kunden, über die Planung, Muster aussuchen, Angebotbesprechung, Montage, Service, ist nur ein Ansprechpartner zuständig. Der Vorteil ist, dass beispielsweise bei Küchenrenovierungen alles straff und von einer Hand organisiert werden kann. So kann die Familie schnell wieder selbst im Trautenheim kochen. Rund um Herd und Küche gibt es individuell abgestimmte, intelligente Detaillösungen. Eine in der Kochstelle integrierte Dunstabzugshaube oder besonders hygienische, kantenfrei eingebaute Kochfelder sind nur ein paar dieser Möglichkeiten. Neben solch praktischen Lösungen kümmert man sich bei Heidel aber auch um das richtige Design. Denn in vielen Häusern versammelt sich die Familie regelmäßig zum Kochen und Essen in der Küche. Schön, wenn man das dann in der passenden, gediegenen Atmosphäre tun kann. Die richtige Beratung dazu gibt es bei Heidel Küche und Wohnen. Und das sind die Meldungen vom 19. Januar. Im Kleinwalsertal ist heute früh ein Mädchen von einer Lawine verschüttet worden. Die 15-Jährige gehörte zu einer Gruppe von Schülern, die in Begleitung einer Aufsichtsperson im Skigebiet Maises unterwegs waren. Laut Polizei wollte die Gruppe den Skilift wechseln. Dabei überquerten 2 Mädchen ein Hangstück zwischen den Pisten. Etwa 50 Meter oberhalb der beiden löste sich ein Schneebrett und erfasste später die Mädchen. Eine 15-Jährige wurde etwa 5 Meter mitgerissen. Begleitern gelang es aber, das Mädchen aus dem Schnee zu befreien. Sie blieb unverletzt. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Kaufbeuren und Friesenried sind heute 2 Personen schwer verletzt worden. Eine 27-Jährige wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei übersah sie aber offenbar den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem PKW einer 57-Jährigen zusammen. Beide Frauen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der bayerische Heimatminister Markus Söder hat im Rahmen des Neujahrsempfangs in Fischen erneut eine Beteiligung des Freistaats am Allgäu Airport ins Gespräch gebracht. Man habe im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Verantwortlichen an einer Verbesserung des Konzepts gearbeitet, so Söder. Mittlerweile sei man auf einem guten Weg. Deshalb könne er sich eine zeitlich befristete Beteiligung gut vorstellen.
Entscheidend seien jetzt die laufenden Untersuchungen zur Zukunftsfähigkeit des Flughafens in Memmingerberg. Weil sie ihren Mitbewohner in einer obdachlosen Unterkunft zu Tode geprügelt haben sollen, müssen sich seit heute zwei Männer vor dem Memminger Landgericht verantworten. Was sich genau abgespielt hat, ist noch unklar. Offenbar war der Tat aber ein heftiger Streit vorausgegangen. Sowohl die mutmaßlichen Täter als auch das Opfer waren betrunken. Insgesamt sind 5 Verhandlungstage angesetzt. Über 50 Zeugen sollen befragt werden. Der Polizei in Vorarlberg ist eine Diebesbande ins Netz gegangen. Die 3 Tatverdächtigen sollen im gesamten Bodenseeraum Autofelgen und Reifen im Wert von rund 1,2 Millionen Euro gestohlen haben. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand brachen die Männer in Autohäuser ein und stahlen vor allem hochwertige Rädersätze. Sie waren in Deutschland, Vorarlberg, Liechtenstein und in der Schweiz aktiv. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass rund 40 Einbruchdiebstähle auf das Konto der 3 Verdächtigen gehen. An Schloss Neuschwanstein sollen künftig mehr Polizisten sowohl in Uniform als auch in Zivil für vermehrte Sicherheit sorgen. Nach den Anschlägen in Paris und Istanbul sowie der Terrorwarnung an Silvester in München sei man in ganz Bayern aufmerksamer geworden, so auch an dem beliebten Ort für Touristen. Die Schlösserverwaltung steht zudem in direktem Austausch mit der Polizei, um bei konkreten Hinweis direkt handeln zu können. Die Gemeinde Wolfertschwenden will einen weiteren Versuch unternehmen, aus der Verwaltungsgemeinschaft mit Bad Grönenbach und Woringen auszusteigen. Damit will die Gemeinde vor allem den Bürgerservice im Ort verbessern. Derzeit werden viele Dienstleistungen im benachbarten Bad Grönenbach angeboten. Wolfertschwenden stehe kurz vor der wichtigen Marke von 2000 Einwohnern, so der Gemeinderat. Das Vorhaben könne also Erfolg haben. Wolfertschwenden hatte sich bereits 2-mal um einen Austritt aus der Verwaltungsgemeinschaft bemüht, immer ohne Erfolg. Der Illersteg zwischen Legau und Kronburg benötigt mehr Parkplätze. Diese Bilanz ziehen die Verantwortlichen nach etwa einem halben Jahr. Vor allem auf Legauer Seite kam es immer wieder zu Engpässen bei den Parkplätzen. Das Iller-Erlebnisprojekt war erst im Sommer eröffnet worden. Es besteht neben einer Hängebrücke auch aus einem Aussichtsturm und einer Fischbeobachtungsstation. Die schwäbische Wirtschaft erhofft sich viel von der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen den Iran. Bevor die Sanktionen gegen das Land aufgrund des Verdachts der Atomwaffenforschung beschlossen wurden, hätten knapp 300 schwäbische Unternehmen Handelsbeziehungen mit dem Iran gehabt, so die Industrie- und Handelskammer. Diese sollen nun mit Unterstützung der Kammer wieder aufgenommen werden. Experten rechnen damit, dass der Iran mit rund 80 Millionen Einwohnern in naher Zukunft zu einem der größten Wirtschaftsmärkte im Nahen Osten aufsteigen könnte. Besonders schwäbische Exporte in Sachen Maschinenbau, Metallverarbeitung oder Logistik seien nun gefragt. Vergangene Woche haben die USA und die Europäische Union bekannt gegeben, die 2006 beschlossenen Wirtschaftssanktionen schrittweise aufzuheben. Der städtische Bauausschuss befürwortet 2 Neubauten für die Generaloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen. Die Gebäude sollen im südöstlichen Bereich der Kaserne geplant werden und als Wartungs- bzw. Werkstattgebäude sowie als Fahrzeughalle dienen. Noch im Sommer diesen Jahres soll der Bau des Projekts starten. Die 2 Neubauten werden sich optisch deutlich von den alten Kasernenteilen unterscheiden. Dabei hat man sich für begrünte Dächer entschieden. Diese sollen die neuen Gebäude in die umliegende Landschaft einbinden. Das waren die Meldungen vom 19. Januar und jetzt der Blick aufs Winterwetter. In der heutigen Nacht fallen in der ganzen Region Flocken vom Himmel. Besonders im Süden schneit es bei minus 4 Grad am meisten. Zum Tagesbeginn erwarten uns starke Schneefälle, im Norden zeigt sich aber immer wieder die Sonne. Die Werte bewegen sich dabei um den Gefrierpunkt. In der zweiten Tageshälfte setzt sich das winterliche Wetter fort. Im gesamten Allgäu kommt aber öfter die Sonne zum Vorschein. Auf den Allgäuer Gipfeln erwartet uns ein bewölktes Wetter. Trotzdem zeigt sich die Sonne zeitweise und bringt auch leichte Schneefälle mit sich. Die Werte bewegen sich zwischen minus 5 Grad in Bolsterlang und plus 1 Grad am Fellhorn. In den nächsten Tagen macht der Schneefall erst einmal Pause. Bei frostigen Temperaturen von bis zu minus 13 Grad erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Pünktlich zum Wochenende dann steigen die Temperaturen aber wieder über den Gefrierpunkt.
einschalten und gewinnen. Wir verstecken jeden Tag eine Satellitenschüssel in unserem Programm. Sie haben sie entdeckt? Sagen Sie uns wo und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück tolle Preise. Ihre Antwort senden Sie einfach per E-Mail an gewinn@allgäu-tv.de oder Sie rufen einfach an. Wir wünschen viel Glück. Unser gestriger Preis, ein Autopflegepaket, geht übrigens nach Burgberg. Herzlichen Glückwunsch an Anne Strauß. Und ich drücke die Daumen für die heutige Suche nach der Satellitenschüssel. Jetzt blicken wir ins Ostallgäu. Was der CSU ihr Wildbad Kreuth, ist der SPD das Kloster Irsee. Heute hat dort die dreitägige Klausurtagung begonnen. Das große Thema ist natürlich auch hier der Umgang mit den vielen Flüchtlingen, die nach Deutschland und damit auch nach Bayern kommen. Und die Integration derer, die schon hier sind. Eine große Aufgabe für alle Politikfelder. Dabei, und da ist man sich in Irsee einig, komme es vor allem auf einen starken, handlungsfähigen Staat an. So zumindest die große Überschrift der diesjährigen Klausurtagung. Trotz des jüngsten Umfragetiefs von gerade einmal 16% versucht die Bayern-SPD gut gelaunt in die Klausurtagung im Kloster Irsee zu starten. Aber trotz aller guten Laune bezeichnet Fraktionschef Markus Rindersbacher diese Klausurtagung als die ernsteste, die er in den letzten 6 Jahren geleitet hat. Die momentane Stimmung in der Bevölkerung sei gereizt, die Menschen verunsichert. Rindersbacher befürchtet nichts weniger als die Spaltung Deutschlands und sieht die Stunde der SPD gekommen, um sozialen Zusammenhalt zu bilden. Das war immer die Stärke der Sozialdemokratie und darauf wollen wir uns auch bei dieser Klausurtagung besinnen. Die Menschen sind deshalb verunsichert, weil sie sich die Frage stellen, ist unser Staat in diesen Tagen, Wochen und Monaten noch überall in Gänze dazu in der Lage, das Machtmonopol des Staates durchzusetzen? Kann der Staat Allgemeinwohl organisieren? Hat er sich nicht aus viel zu vielen Bereichen zurückgezogen? Die Ereignisse von Köln haben das gezeigt, aber auch andere Bereiche mehr. Und deshalb wollen wir den starken Staat in den Mittelpunkt dieser Klausurtagung rücken. Der starke Staat als zentrales Thema der SPD. Rindersbacher bezeichnet es als großen Fehler der CSU, in den 90er Jahren den schlanken Staat propagiert und organisiert zu haben. Energiewende, Wohnungsbau, innere Sicherheit und der Steuervollzug. Der bayerische Staat hat sich aus vielen Bereichen zurückgezogen. Jetzt bekomme man die Quittung dafür. Überall dort zeigt sich, dass der Staat nicht mehr in der Form jetzt das Vertrauen der Bevölkerung genießt, wie dies notwendig wäre. Grundbedürfnisse wie Sicherheit und körperliche Unversehrtheit müssen staatlich garantiert werden. Deshalb brauchen wir mehr Sicherheitskräfte, wir brauchen mehr Polizei auch auf bayerischen Plätzen und Straßen und wir brauchen auch mehr Personal in der Justiz und im Vollzug. Mehr Polizei, mehr Staat, mehr Sicherheit. Forderungen, die man von der SPD in der Schärfe nicht gewohnt ist. Es ist das Gebot des Jahres 2016, dass wir parteiübergreifend gut zusammenarbeiten, um Lösungen auch gemeinsam zu erarbeiten. Es geht nicht darum, dass man der politischen Konkurrenz jetzt das Wasser abgräbt. Tatsächlich ist es erkennbar, das zeigen auch die Umfragen der letzten Wochen in allen Bundesländern und auch auf der Bundesebene, dass die starke Polarisierung in unserer Gesellschaft dazu führt, dass diejenigen, die die einfachen, schnellen Antworten haben, politischen Zulauf bekommen. Gemeint ist natürlich vor allem die AfD. Die Sozialdemokraten sehen sich aber als Partei differenzierter Antworten und dazu gehört auch, den Spagat zwischen Willkommenskultur und Grenzkontrollen hinzukriegen. Wir haben von den offenen Grenzen in enormer Weise profitiert, das sollten wir an dieser Stelle mal nicht vergessen. Wir brauchen Kontrollen. Die Flüchtlinge müssen registriert werden, wenn sie zu uns ins Land kommen. Das ist überhaupt keine Frage. Die Kontrollen müssen auch dichter werden. Aber wenn es jetzt darum geht, neue Schlagbäume aufzubauen, dann sage ich, das ist das Falsche. Wir brauchen jetzt nicht Investments in das Trennende mit neuen Zäunen, neuen Mauern oder neuen Schlagbäumen, sondern wir brauchen Investments ins Verbindende, in europäische Solidarität, in europäische Kontingente. Geschlossene Grenzen und ein nationalstaatliches Europa lehnt Rindersbacher ab. Ebenso wie Alleingänge in der Abschiebepraxis. Für die SPD bleibt die Flüchtlingskrise ein europäisches Thema. Es liegt in der Verantwortung der Bundeskanzlerin, diesen europäischen Zusammenhalt zu organisieren, ohne jede Frage. Es ist ihre Aufgabe. Sie hat es sich auf die Fahnen geschrieben und sie muss das jetzt auch umsetzen. Es reicht nicht zu sagen, wir schaffen das.
Hinter dicken Mauern will Rindersbacher die bayerischen Sozialdemokraten zusammenschweißen und auf einen gemeinsamen Kurs bringen. Noch bis Donnerstag tagt die Bayern-SPD hier im Kloster Irsee. Stürze können bei diesen Temperaturen schnell lebensgefährlich werden. Darauf haben die Johanniter jetzt einmal mehr in einer Pressemitteilung hingewiesen. Bei Minustemperaturen kann ein harmloses Ausrutschen zu einer lebensbedrohlichen Situation führen, da der Körper bei solchen Temperaturen sehr schnell auskühlt, wenn man beispielsweise nicht alleine wieder aufstehen kann oder sogar bewegungsunfähig ist. Darum fordern die Johanniter zu couragiertem Handeln auf. Wer also eine am Boden liegende Person entdeckt, sollte schnell reagieren. Die Person ansprechen, gegebenenfalls den Notruf wählen und dafür sorgen, dass die Körperwärme des Betroffenen erhalten bleibt. Dazu empfehlen sich Rettungsdecken, die sich in jedem Autoverbandskasten befinden. Solche Decken reflektieren die Körperwärme und vermindern dadurch die Auskühlung. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit einem tierischen Thema. Autoleasing, das kennt man, aber was bedeutet Schweineleasing? Wir klären auf. Gleich. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Bewahren Sie sich Ihre Lebensqualität auch im Alter. Wir unterstützen Sie dabei. Alloheim Seniorenresidenz Sonthofen. Bleiben Sie auch in den goldenen Jahren mitten im Leben. Sie wollen vielleicht die über die Feiertage angesammelten Fettpölsterchen oder das ein oder andere Kilo loswerden? Dann erhalten Sie jetzt in Ihrer Apotheke XLS Medical die Abnehmmarke Nummer 1 in Europa. Herr Muth, die XLS Medical Fettbinder Direktsticks, warum sind die so erfolgreich in Sachen Abnehmen? Der XLS Medical Fettbinder hat ein Talent. Er bindet Teile der Nahrungsfette, die Sie soeben in einer Mahlzeit zu sich genommen haben, sind dann als sogenannter Fettfaserkomplex zu groß, um vom Körper noch aufgenommen werden zu können und werden aus diesem Grund auf natürlichem Weg ausgeschieden. Hier kann man in einem Beispiel sehr schön sehen, wie XLS Medical Litramine im Körper das Fett bindet. Wir haben hier ein Glas Wasser mit Speiseöl versetzt, das die Nahrungsfette darstellt. Darüber haben wir das Granulat von XLS Medical gegeben. Dieses hat sich mit den Nahrungsfetten verbunden und ist wiederum als kleine Kügelchen hier unten abgesackt. Und diese sind zu groß, um vom Körper noch verarbeitet werden zu können. Wir haben zum Thema Abnehmen außerdem noch den Gesundheitsexperten Professor Dr. Med Heufelder befragt. Wichtig ist, von Anfang an die Motivation hochzuhalten, realistische Therapieziele zu verfolgen und im individuellen Fall zu schauen, wo kann Übergewicht auf welchem Weg am erfolgreichsten behandelt werden. Greifen denn jetzt eigentlich immer mehr Abnehmwillige zu diätbegleitenden Medizinprodukten? Manche Kunden können ein striktes Diätprogramm leider nicht vollkommen einhalten. Das hat unterschiedliche Gründe. In diesem Fall ist es durchaus sinnvoll, ein unterstützendes Produkt auszuwählen. Vielleicht nochmal die Vorzüge von XLS Medical. XLS Medical ist ein Produkt auf pflanzlicher Basis. In Kombination mit kalorienreduzierter Ernährung und mehr Bewegung können Sie bis zu zweimal mehr abnehmen. Sie müssen keine Mahlzeiten ersetzen. Es ist nachhaltig und Sie werden dauerhaft abnehmen können. Wissen, woher das Fleisch kommt, das auf dem Teller landet, das wollen heutzutage viele Menschen. Denn Bio und das Wissen, dass es den Tieren in der Aufzucht gut geht, spielen mittlerweile eine große Rolle beim Lebensmittelkauf. In Aitrang gibt es nun eine Alternative zur herkömmlichen Schweineaufzucht und Mast, das sogenannte Schweineleasing. Was es damit auf sich hat, haben wir vor Ort für Sie herausgefunden. Mein Name ist Peter Siegel. Ich bin Nebenerwerbslandwirt und züchte unter dem Namen Allgäuer Weideschwein Schweine der Rasse Turopolje. Ursprünglich aus Kroatien stammend, eine sehr robuste und genügsame Rasse, die sich meiner Meinung nach perfekt fürs Allgäu eignet. Die sind ja weniger auf Hochleistung gezüchtet, sondern mehr auf Einfachheit. Also die müssen mit wenig auskommen.
die dürfen keinen Stress machen, die dürfen nicht ständig den Tierarzt brauchen. Also die müssen von Haus aus schon eine gewisse Gesundheit mitbringen. Gell? Ich glaube, dass das genau die alte Rasse für die Erhaltungsform sympathisch macht. Also Schweineleasing ist im Grundsatz eine Lohnmast, wenn man so will. Also die Leasingnehmer, die kommen zu uns und kaufen sich ein Ferkel im Alter von 8 bis 10 Wochen und lassen es aber dann bei uns am Hof, also die werden bei uns artgerecht gehalten, in der Gruppe, im Freien. Und die Leasingnehmer zahlen uns dann einen monatlichen Leasingbetrag. Und das dauert halt so lange, bis das Schwein schlachtreif ist, also in der Regel, wenn es 12 bis 15 Monate alt ist, also Lebensalter. Wir haben eine sehr hohe Nachfrage, deswegen gibt es da so eine Warteliste dazu. Und wenn dann ein Schwein dann für den Kunden dabei ist, dann kommt er zu uns und sucht sich Schwein vor Ort raus. Da legen wir sehr viel Wert drauf, dass die Kunden auch hierher kommen und sich ihr Schwein Auge in Auge quasi raussuchen. Und dann bleibt das Schwein ja bei uns, wie gesagt. Und die Kunden können aber jederzeit vorbeischauen und sich halt mal nach dem Stand erkundigen, wie groß, wie klein oder wie sich Schwein so entwickelt, bis es halt dann zur Schlachtung kommt. Und dann kriegen sie ihr Fleisch, beziehungsweise die können einen Metzger ihres Vertrauens dann beauftragen mit der Schlachtung von ihrem Schwein. Es ist ein hervorragendes Fleisch, schon aufgrund von der Ernährung und von der Haltung. Und der Kunde hat das Fleisch letztendlich, wo er einen Bezug dazu hat. Und die Kunde entscheidet sich, glaube ich, auch deswegen dafür, weil sie weg wollen von der Massentierhaltung und von dem anonymen Stück Fleisch, das sie irgendwo im Discounter kaufen. Also der Unterschied zur Massentierhaltung ist natürlich der, dass die Ernährung ganz anders ist als in der Massentierhaltung. Also wir haben kein Mastfutter, das auf Hochleistung getrimmt ist, sondern wir ernähren die Schweine eigentlich in der Hauptsache mit dem Futter, das wir hier vor Ort auf unserer eigenen Fläche erntet. Also es ist überwiegend Gras im Sommer und im Winter ist es Heu und Silage. Und in der Massentierhaltung muss halt eine Sau in 6 Monaten fertig sein. Die müssen einen Zuwachs haben, der definiert ist. Unsere Schweine dürfen sich Zeit lassen. Die dürfen sich 12 bis 15 Monate Zeit lassen, bis sie das Gewicht erreicht haben, wo sie dann letztendlich zur Schlachtung kommen. Man sollte mal mit so einem Schwein reden können, dann hätte man es genau wissen. Aber ich glaube, dass die es deswegen besser haben, weil die halt sehr nah an ihrem natürlichen Leben leben können. Also die dürfen raus, die dürfen irgendwo wühlen. Und bei den Schweinen ist es eine Gruppenhaltung, die haben soziale Kontakte. Also ich glaube, dass die Haltungsform eigentlich entscheidend ist. Es ist schon schwierig, das wirtschaftlich zum Betreiben. Also wir betreiben es ja auch im Nebenerwerb. Aber ich denke, es gibt der Landwirtschaft generell einen neuen Impuls, wie es vielleicht auch gehen könnte. Also weg von der Masse, mehr hin zur Klasse. Ich denke, da liegt wirklich viel Potenzial drin. Das entscheidende Morgen bei uns ist wieder aufmerksam zuzusehen, denn auch morgen verstecken wir wieder eine Satellitenschüssel im Programm und belohnen einen der Finder mit einem tollen Preis. Ansonsten treffen wir morgen Spitzensportler Andreas Ritzek an der Skisprungschanze in Oberstdorf und sprechen mit dem nordischen Kombinierer über seinen Sport. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen.